willkommen zur nächsten Folge vom Elektro-Zellen-Brunnenprojekt. Ja, in dieser Folge werden wir jetzt den Drescher zusehen, wie er fertig wird mit diesem Zelt. Nach dieser Bahn werden wir ihn aber erstmal abtanken und dann tanken fahren, denn kurz bei Plätzchen an, der Drescher sollte aufgetankt werden. Und ja, den wollen wir natürlich dann auch tun. Zieht dann natürlich wieder ein bisschen Geld von unserem Konto ab, aber das macht er nicht. Und ich muss sagen, von diesem Feld kommt sehr, 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 sehr wenig runter. Woran das genau liegt, höchstwahrscheinlich an diesen komischen Zwischendingern, wo er auf dem Reifen fast drauf fährt. Ich denke mal, daran liegt es, dass wir nicht fast nichts runterkommen. Aber nur zum Verständnis, wir haben über die Hälfte des Feldes abgeerntet und sind immer noch bei der ersten Tankfüllung. Also, wenn ich möchte, kann ich auch hier wahrscheinlich wieder alles in einen Drescher prügeln. Also, das war nicht der Plan. Das war wirklich nicht der Plan. Schöner ist eigentlich was anderes, aber naja. Ich hätte jetzt dann wahrscheinlich gar nichts mehr. Guck mal im Felsen. Können wir nach hinten gucken. So sehen die nicht aus. Und ja, so ähnlich sehen die auch in der Realität aus. Aber auch wirklich nur so ähnlich. Und mittlerweile ist sogar die 43. Folge, das heißt natürlich auch wieder, es wird von Folge zu Folge spannender in diesem Projekt, denn wir wollen natürlich noch ein Feld kaufen, und dies können wir nur kaufen, wenn wir auch genug Geld haben, ist ja logisch, und dies haben wir im Moment nicht, und dann wird jetzt schon wieder auftanken müssen, denn ein Drescherfass müssen noch rein, ja, das weiß ich nicht. Ob das dann gerade so und bei uns in den Kram passt. Aber naja, das werden wir dann sehen. Ich hatte nämlich eigentlich vor, das sogar noch in dieser Folge zu kaufen, das Feld. Denn der Drescher braucht halt nicht mehr lange, bis er das hier fertig hat. Das ist ja gemacht, hier das Feld. Ist ja noch kein Maisgewächs. Aber da wir noch auftanken müssen und so weiter, weiß ich nicht, ob wir das noch abgeliefert kriegen und ein neues Feld gekauft kriegen. Ich glaube eher. Aber wenn ich mir die Bahn jetzt so angucke, dann stimmt es halt wirklich. Wir könnten theoretisch noch alles in diesen einen Rettertank da reinbringen. Müsste eigentlich klappen. Da wir dies aber nicht wollen, machen wir das nicht so. Und wir da hier unten suchen, da sind sie. Zack. Rohr raus. Weiß ich gar nicht, wie genau wir das abzunehmen können. Dann stellen wir gleich das Mähwerk irgendwo hin. Ja, ich kann auch nicht da sein hier. So. Jetzt passt. Ja, das konnte erst ein bisschen dauern, bis der jetzt abgetankt ist. Dann schon mal kurz bleibt machen. Geht eh immer eine Idee raus.
dann haben wir jetzt noch 1500 Liter, die abgetankt werden müssen. Das sollte jetzt allerdings schnell gehen. 1000 Liter. Und 100 Liter sind jetzt. Und dann fahren wir mal los. So, kurz vorher rein. Und hier ist dann das Schneideck hingestellt. Cool. Und dann geht es ab zur Tankstelle. Dann fahren wir mal vorhin 42 km/h zur Tankstelle hin. Und bei mir, muss ich sagen, läuft gerade sehr, sehr flüssig das Spiel. Und wenn ich dann so auf dem Display neben angucke, dann sehe ich, es hackt mir. Woran liegt das? Also bei mir läuft es gerade echt nur flüssig. Schafft OBS das nicht, so zu übertragen, wie es hier läuft? Oder woran liegt das? Die Straße, ach, guck mal, wenn ich irgendwas bin, dann muss ich herrlich. Und um mich. Oh, guck mal, ich muss die Lage bauen. Das hätte ich mir auch mal früher sagen können. Hinten lag, glaube ich, auch noch irgendwo einer, ne? Ich weiß es nicht so genau. Mann, Junge, sieht mir noch echt nicht, wo was kommt. Ah, wir haben jetzt noch die Karte offen. Da kommt, glaube ich, jetzt da hinten erscheint langsam die Kreuzung. Mein Lenker schiebt sich ein bisschen schief. So gut, dann geht das jetzt. Aber man kann sich mein Fahrzeug auch echt nicht angucken, ne? Dann geht das jetzt fix ab. Die Tankstelle. Und die wird ja wohl beleuchtet sein, und man verleuchtet nicht die Dinge, aber man schaut, die wird ja wohl beleuchtet sein, ja. Oh, die Tankstelle ist hier weiter oben. Ach, da sind wir mal. Ja, was schon weiter kommen. Den Drescher auf die Seite legen wollen jetzt, aber nee. So, dann fahren wir da rum.
weiß nicht, wie schön das ist. Nein, ich hab's ja jetzt nicht. Und dann mit er. Ne? Mal laden lassen. So. Da wollte ich gar nicht hin, glaube ich. Kann ich außen kehren. Ah, hat er doch schon besser aufgegeben. Festhalten? Ja, was ist denn wieder da oben? Ich kenne das so, dass man der wird. Und dann zeigt er an diesen. Und dann fahren wir auf einen anderen rein. Warum? Warum legt er es nicht, weil ich gerade sagen? Hallo. Ihr wollt nicht alle komplett verarschen. Da babbelt dann wieder durch. Gut, das ist ältere Sachen betrieben und schön etwas größer wird hier schon. Ich sag dir, ich mach da nicht durch. Ja, so ist es aber fast nur. Ja. Ja. Wollte man nur noch tanken können. 11 Uhr Knopfstoff. Da genau der schief gelaufen ist. Da habe ich mich gedreht. Da kann man mal gut sein. Ich kann mir ehrlich nicht, ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass an der Zapfsäule liegt. Also von welcher Seite man dran fällt, ich meine von beiden Seiten. Bin ich abgebildet. Du musst dich nicht. Weiß ich nicht, was da jetzt alles zu sehen ist. So, aber dann war es das von dieser Folge von Essen-Zertons-Welt. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und das war's mit diesem Video.